Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Die Bürgerinitiative Keine A14 ist hinsichtlich der Planungen für den Autobahnbau alles andere als zufrieden. Änderungen seien nur minimal erfolgt. Zudem gäbe es keinen zusätzlichen Lärmschutz und die unverändert hohe Dammlage beim ersten Planänderungsverfahren. Mehr lesen Sie morgen. Protest vor der Sitzung des Gardelegener Stadtrates. Mitglieder des Freibad-Fördervereins aus Mieste forderten die Wiedereröffnung des Bades. Der Stadtrat stimmte über das Bäderkonzept ab, das eine mögliche Öffnung des Freibades zum Thema hat. Vorher müssten aber noch mindestens 500.000 Euro investiert werden. Das Bäderkonzept dient den Abgeordneten aber nur als Arbeitsgrundlage und verpflichtet vorerst zu nichts. Geschäftserfolg lässt sich nicht amtlich verordnen. Er muss von jedem Unternehmen selbst erarbeitet werden. Unterstützung gibt es jedoch unter anderem von Kammern und Verbänden. Mit ihren rund 53.000 Mitgliedern ist die Industrie- und Handelskammer Magdeburg der größte Interessenvertreter der Wirtschaft im Norden Sachsen-Anhalts. 9.583 Firmen aus der Altmark Stand 30. November zählen dazu. Wie viele Neumitglieder alleine in den vergangenen 12 Monaten dazu kam und vieles mehr, das lesen Sie morgen in der gedruckten Altmark-Zeitung. Zum Schluss der Sendung, wie immer, ein Blick auf das Wetter. Leichter Schneefall und Minusgrade, darauf müssen wir uns im Verbreitungsgebiet einstellen und obendrein lässt sich die Sonne nur selten bis gar nicht blicken, das sagt unser Wettermann Zacki. Die Temperaturen pendeln zwischen -1 und -3 Grad. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.